Willkommen zurück auf Pauls Kanal. Ich bin Mysterion und das hier ist... Ich bin der Paul, hallo. Und heute gucken wir uns die Monster Energy Ultraviolet an. Ich persönlich kenne das noch nicht. Kennst du es? Ich habe es einmal schon mal getrunken, aber ich sage jetzt auch noch nicht so viel. Genau. Ja, das Ganze gibt es in Amerika schon sehr lange. Aber so Monster Ultra kennst du eigentlich auch, so den weißen Zucker. Ja, genau. Genau, ja. Das ist ganz normal Zero. Das schmeckt so leicht nach Zitrone. Und das hier soll nach Holunderblätterblüte schmecken. Sehr lecker. Und was scheiße ist, dass es ohne Zucker ist. Wenn es mit Zucker wäre, dann wäre es super geil. Jetzt schmeckt scheiße und ist auch nicht so ganz gut für den Körper. Naja, aber mal gucken. Wir lesen euch jetzt erstmal, also ich, die Beschreibung vor. Welcome to the 70s. Purple Haze, bunte Schlaghosen, Stirnbänder und Ballkleider. Die Zeit in der Psychedelic Rock und Heavy Metal und Punk aus riesigen Boxen in Partykellern, Stadien und Garagen donnern. Klickt's, dann gönnt ihr einen Riesenschluck Monster Ultra Violet. Klar und erfrischend, herb süß mit einem magischen Geschmack unser Monster Energy Blends. Los, spring auf den magischen Teppich für den Ritt. Also das klingt jetzt so, als würde man da high von irgendwie. Ist so. Naja. So, Zutaten sind Wasser, Geschmacksverstärker, Erythrit, Säuregsmittel, Zitronensäure, Kohlensäure, Taurin, 0,4%, Säuregulator, Natriumcitrat, der Aromen, Holunderbeer und schwarzer Karottensaftkonzentrat, Kohlensäure, Konservierungsstoffe, Sorbinsäure, Benzonsäure, Koffein 0,03%, Säuregsmittel, nicht Säuregsmittel, Süßungsmittel, sorry, Sucralose und Acesulfam K, LK-Trinktatrat 0,015%, Vitaminmischung, Nikotinamid, Pantothensäure, Vitamin B6 und Vitamin B12. Und Inosin. Also das sind schon mal sehr viele Zutaten drin. Mhm. In der ganzen Dose sind 13 Kalorien drin und davon Zucker 0 Gramm. Also da haben sie schon mal richtig gehabt, dass hier Zucker drin ist. Und das Ganze gehört zu 11% zu Coca-Cola. Das wissen vielleicht viele nicht. Was ist das? Nicht. Nee, cool. Also mich würde es jetzt erstaunen, wenn das auch violett ist. Ja, es riecht nach Energy Drink, sehr süß. Aber Holunderbeerblüte kann ich jetzt noch nicht so herausschmecken. Gucken wir mal die Farbe an. Gut, es ist jetzt eher pink als violett, würde ich sagen. Mhm. Wobei, wenn man es irgendwie so anguckt, dann ist es schon ein bisschen pinker. Violett meine ich. Aber nicht allzu stark. So. Ja, dann würde ich sagen, trinken wir das jetzt mal. Also es ist schon mal sehr süß. Du hast recht, ich glaube, wenn da noch Zucker drin wäre, dann würde es besser schmecken. Mhm. Aber ich meine, es geht trotzdem noch. Es schmeckt sehr gut, also nicht sehr gut, aber gut. Man schmeckt jetzt die Süßungsmittel nicht so ganz stark heraus hier. Aber man schmeckt noch heraus, dass das Holunderbeerblüte hier drin ist. Finde ich. Der Nachgeschmack ist auch ganz toll. Naja, ja nicht so, das ist so Süßungsmittel mit bisschen Holunderbeerblüte. Holunderblut habe ich noch nie irgendwie getrunken oder was weiß ich, was da alles noch mitgemacht werden kann. Inhaliert. So, also, ja, ich würde dem Kohlensäurepunktemäßig 3 bis 4 geben, schon eine Menge. Geschmack, ich kann immer den echt empfehlen, ist auf jeden Fall besser als der normale Ultra Zero. Ich habe bis jetzt auch noch den Ultra Zitron getestet, das ist der mit Zitronengeschmack in Zero, der hat auch gut geschmeckt. Ja, kriegt 7 Punkte, bist du damit einverstanden? Ich glaube, ich würde sogar fast 8 Punkte geben. Naja, aber weil 7 Punkte gibt es noch 6, nur 6, weil Süßungsmittel drin sind, also Abzug. Ja, okay, ja. Also wären wir dann bei 7 und 6 Punkten hierfür. Genau, also könnt ihr auf jeden Fall mal zugreifen. Müsst ihr aber auch nicht machen, wäre auch besser für euch. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Bis dann.